Hi, ich bin gerade erst zurück von der Polaris, die letztes Wochenende stattgefunden hat. Und ich muss sagen, ich hatte eine verrückte Zeit, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich meine Erfahrung von der von normalen KonsumentInnen oder BesucherInnen vielleicht unterscheiden wird. Denn die Polaris ist eine Messe, die sich rund mit den Themen Gaming, Anime, Manga, generell asiatische Popkultur und auch so Sachen wie D&D und andere Rollenspiel-Nerd-Sachen beschäftigt. Ganz viel Cosplay war vertreten, es gab 5 Hallen, prall gefüllt mit allem möglichen Zeug, was man erleben konnte. Und auch ganz viele Influencer und StreamerInnen aus dem deutschen, aber auch einige aus dem japanischen Bereich. Dazu kommen wir gleich. In diesem Video möchte ich euch so ein bisschen erzählen, was ihr auf der Polaris machen könnt, gerade wenn euch diese Messe gar nichts sagt. Für mich ist es immer eine sehr schöne Abschlussmesse für das ganze Jahr. Organisiert wird das Ganze übrigens von Supercrowd, die beispielsweise auch für die Indie Arena Booth auf der Gamescom zuständig sind. Und sie findet auf dem Messegelände in Hamburg statt. Übrigens wurde bereits ein Datum für 2024 bekannt gegeben. Die Polaris wird nämlich nächstes Jahr vom 11. bis zum 13. Oktober wieder mal in den Messehallen von Hamburg stattfinden. Dieses Mal aber laut Organisatoren mit einer größeren Ausstellungsfläche. Wo genau ihr diese Anmeldung für das 3-Tages-Ticket Frühbucher-Rabatt-Ding finden könnt, das seht ihr unten in der Videobeschreibung oder wie immer natürlich auch in unserem zugehörigen Artikel, falls ihr euch gerade nur auf der Seite befindet. Wie gerade erwähnt und auch wie letztes Jahr war die Polaris mal wieder in 5 große Bereiche eingeteilt. Die Sandbox, Neotaki, Cyberdome und Vlatheim, ich sag es immer falsch. Und ja, am Ende gibt es wie immer auch noch den Munchie-Markt. Aber kommen wir erstmal zur Sandbox. Hier gab es mal wieder alles rund ums Thema Gaming. Mit großen Vertretern aus der Branche, wie zum Beispiel Nintendo, Ubisoft, Capcom oder Astragon. Letztes Mal fand ich die Gaming-Area nicht ganz so cool, weil ich fand, es gab nicht so wirklich viel zu tun. Im Cyberdome, zu dem wir ja gleich noch kommen, waren letztes Mal ganz viele E-Sport-Sachen ausgestellt. Aber mir haben so die großen Publisher von der Gamescom gefehlt. Das war dieses Jahr definitiv anders. Und ich würde sogar sagen, die Sandbox war meine Lieblingsarea dieses Jahr. Ja, ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Nintendo stellte beispielsweise passend zum Release am 20. Oktober Super Mario Bros. Wonders für die Öffentlichkeit aus. Das haben die nicht mal auf der Gamescom gemacht. Und Capcom brachte mit dem anspielbaren Dragon's Dogma 2 gleich eine Europapremiere mit. Das ist schon ziemlich krass für so eine relativ kleine Messe, die erst das zweite Mal stattgefunden hat. Hi, ich bin der André von Capcom. Wir befinden uns auf der Polaris in der Sandbox-Area und wir sind hier mit fantastischen Spielen von uns. Zum einen haben wir Dragon's Dogma 2, die Europapremiere, unsere Fortsetzung von unserem Fantasy-Action-Rollenspiel. Ansonsten tobt euch aus bei Street Fighter 6 oder Exo Primal, 2 andere unserer grandiosen Titel, die dieses Jahr erschienen sind, die wir mit hier auf der Polaris haben. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns. Capcom hatte, wie ihr gerade gehört habt, auch Street Fighter 6 im Gepäck und natürlich auch Exo Primal. Und war übrigens der einzige 2-stöckige Stand auf der Messe. Beeindruckend. Was ihr bestimmt schon gelesen habt, aber ich noch nicht erwähnt habe, war, dass Bethesda ebenfalls vertreten war. Die boten einen Fotospot für Starfield an und eine Streaming-Station ebenfalls im Starfield-Design. Leider war das auch schon alles von dem Publisher auf der Polaris oder von Xbox generell. Deswegen habe ich das vorhin nicht erwähnt, weil ich fand, die haben sich nicht so ganz präsent aufgestellt. Ich meine, Starfield ist jetzt ja auch schon draußen. Da hat es für Nintendo oder Capcom vielleicht einfach viel mehr Sinn gemacht. Aber Nintendo, kommen wir darauf noch mal zurück, denn hier gab es natürlich nicht nur Super Mario Wonder, sondern auch einige Third- und First-Party-Titel. Ich habe meine Zeit vor allem mit Fashion Dreamer verbracht, ein Spiel von Marvelous, das schon am November für die Switch erscheinen wird. Außerdem konnte man bei Nintendo auch eigentlich wie immer ziemlich gut Fotos machen und ein paar schöne Goodies abgreifen. Ich zum Beispiel begebe mich, ich glaube, seit der Gamescom jetzt immer auf Super Mario Sticker Jagd, denn davon kann man bei Nintendo immer ganz schön viele abgreifen. Das finde ich auch ganz gut. Aber auch das war noch nicht alles, denn auf der Switch konnte man sogar Prince of Persia The Lost Crown zocken, was ebenfalls erst im Januar 2024 erscheinen wird. Das waren alles ganz schon große Highlights, die bei Nintendo zu finden sind. Prince of Persia kommt aber von Ubisoft und hier ist das, was Ubisoft vorgestellt hat. Ja, hallo, ich bin die Steffi von Ubisoft und wir sind auch hier auf der Polaris, zeigen euch 4 unserer neuesten Titel. Hier sind wir im Cyberdome und haben Assassin's Creed Mirage, letzte Woche erst erschienen. Dann in der Sandbox haben wir The Crew Motorfest, unser Rennspiel-Simulation und beim Nintendo-Stand Prince of Persia, den Action-Adventure-Plattformer, auch super spannend. Ja, und dann gibt es noch die Neotaki-Area mit unserer Just Dance Stage. Da zeigen wir euch das Tanzspiel Just Dance 2024 und zwar 2 Wochen vor Release.
Vielleicht konntet ihr auch den ein oder anderen Titel schon mal anschauen. Wie ihr rausgehört habt, war Ubisoft also ganz schön verteilt auf der Messe. Umso eindrucksvoller war dafür aber ihr Assassin's Creed Parcours und auch die Just Dance Area in Niotaki. Dort haben nämlich K-Pop-Fans eine verdammt gute Show inklusive Dance Battles abgeliefert. Niotaki. Oh! Halt! Ich möchte die Indies auf gar keinen Fall übergehen, denn die haben ebenfalls, wie auch letztes Jahr, schon einen großen Charme in der Sandbox ausgemacht, hat eine kleine Indie-Area. Und hier fungierten auch größere Publisher, wie beispielsweise Astragon, die ja eigentlich so Simulationsspiele machen, für Indie-Games. Hi, ich bin André von Astragon Entertainment aus Düsseldorf und wir sind hier auf der Polaris und stehen gerade in der Indie-Area, wo wir zwei unserer Titel zeigen, nämlich Howl und Abriss. Zwei Indie-Titel, einer aus Berlin von Randwerk Games. Abriss haben dieses Jahr beim Deutschen Computerspielpreis auch beste Grafik schon gewonnen. Seit 5. September erhältlich für den PC und zeigen das Spiel nochmal öffentlich, weil es ein wunderbares Spiel ist, ein Puzzle-Plattformer, in dem man sehr viel Geschick beweisen muss, um Dinge einzureißen. Und daneben eben Howl, ein rundenbasiertes bzw. ein Taktik-Game, in dem man Werwölfe austricksen muss, in einem wunderschönen Art-Style von Mipumi Games. Wir zeigen hier eine Demo, das Spiel kommt dieses Jahr noch raus für PC und Switch 2023, gibt noch kein genaues Release-Datum, aber hier eben schön spielbar und vor allem was eben für Freunde, die ein bisschen knobeln wollen und eine große Toleranzgrenze braucht man auch nicht, weil es eher auch so ein Cozy-Game ist. Wir sind hier auch zudem vertreten mit unserem Hauptstand in der Halle A1 auf der Polaris, der ist ein bisschen weiter hinten, den sieht man jetzt leider nicht, hinter der Area und da zeigen wir unsere Simulatoren, nämlich Police Simulator, Railroads Online und Firefighting Simulator. Und passend zu Railroads haben wir auf der Messe hier auch einen Zug, der fährt nämlich zwischen den Hallen hin und her und transportiert die Leute, wenn man nicht laufen möchte bei den Laufwegen. Und er hält sogar in der Food Area. Also wir haben hier ein viel Programm auf der Messe und ich glaube, die Leute haben ganz schön viel Spaß. Howl, was André gerade erwähnt hatte, habe ich ebenfalls schon mal komplett ausführlich auf diesem Kanal behandelt. Schaut euch dazu den Beitrag auch unbedingt an. Es ist nämlich ein sehr, sehr charmantes Spiel. Es gab auch noch viel mehr anderen Indie-Kram, so beispielsweise auch Beat Slayer von Byte Rockers, das ich ebenfalls auf diesem Kanal mal besprochen hatte. Aber da habe ich mir auch jemanden gegriffen, der mir ein bisschen genauer was über das Spiel erzählen konnte, denn das Release steht ja immer näher quasi vor der Tür für all diese Spiele. Hi, ich bin Maxi von Byte Rockers Games und wir stellen unser Spiel hier auf der Polaris in der Indie-Area aus. Das Spiel ist Beat Slayer, das ist ein Hack-and-Slay-Rhythmus-Spiel. Also man haut einfach Horden von Robotern zum Beat kaputt. Auf der Polaris, super cool. Also wir haben hier eigentlich alles zu bieten. Wir haben hier die Games, wir haben in der anderen Halle die ganzen Anime-Merch, Anime-Aussteller und Unmengen an Cosplayern. Deswegen super cool. Macht sehr viel Spaß, hier zu sein. Und noch ein letzter Beitrag für die Indies. Und dann gehen wir zu Niotaki über. Hamburg ist ja eine Stadt, die auch viel Gaming beherbergt und auch einige eigene Entwickler hervorgebracht hat. Und diese Community, diese Entwickler-Community, hat sich bei Game City Hamburg zusammengefunden. Und das finde ich total spannend. Ich finde es auch total sinnvoll, Spiele, die in der eigenen Stadt geschmiedet wurden, wo so eine Messe stattfindet, dann auch mal präsent zu zeigen. Hi, ich bin Amanda von Game City Hamburg und wir haben hier unseren Stand auf der Polaris Convention in Hamburg. Mit dabei sind 5 fantastische Spiele, die wir unter anderem auch gefördert haben mit unserer Prototypenförderung und auch unserem Gameslift-Inkubator. Die Standplätze hier sind für die Teams kostenlos. Das heißt, sie können im Moment Wishlists sammeln, aber eben auch mal schauen, ob sie sozusagen Feedback bekommen für ihre Spiele. Auf der Polaris sind sie jetzt nicht direkt auf Publisher-Suche, allerdings auf anderen Events, wo wir eben auch kostenlose Standplätze zur Verfügung stellen, wo sie dann eben schauen können, wen finde ich noch für mein Marketing, finde ich einen Publisher, einen anderen Geldgeber. Das machen wir, damit die Gamesbranche in Hamburg größer wird, damit unsere EntwicklerInnen Chancen bekommen, ihre Firmen auch zu gründen, ihre Firmen zu vergrößern, sich untereinander zu verbinden. Und dafür haben wir verschiedenste Programme, wie die beiden Förderungen, die ich eben benannt hatte, aber eben auch das Game City Treff, das wirklich komplett nur im Rahmen von Netzwerken steht. Und im Endeffekt geht es uns darum, dass es der Hamburger Gamesbranche gut geht. Ansonsten freuen wir uns sehr, gerade auf der Polaris zu sein und freuen uns auch, dass der Stand so unfassbar voll ist. Wir haben einmal About Cannons and Sparrows. Das wird von Leuten gemacht, die tatsächlich schon länger im Film und in der Werbung stecken, die dann gesagt haben, ja gut, wir machen das jetzt seit vielen Jahren, es wird Zeit für was Neues, Spannendes. Damit haben sie sich letztes Jahr bei unserem Gamesift-Inkubator beworben, sind genommen worden, haben eine kleine Förderung bekommen von 15.000 Euro, aber auch eine ganze Menge Workshops und Hilfe, um eben sozusagen
in die richtige Richtung zu gehen, was das Game Development angeht, aber eben auch tatsächlich, was Marketing von Games angeht. Ansonsten haben wir Light of Atlantis mit. Die sind auch Sieger vom Deutschen Computerspielepreis. Die haben bei uns die Prototypenförderung bekommen und entwickeln auch genauso wie About Cannons and Sparrows fleißig ihr Game weiter. Wir haben zusätzlich dann auch noch Beacon Patrol mit. Beacon Patrol ist ein ursprünglich eigentlich Brettspiel. Das haben sie jetzt aber in ein Computerspiel noch mitentwickelt, was auch tatsächlich gar nicht so lange hin ist, bis es rauskommt. Kann man hier genau wie viele andere Spiele auf dem Steamback und auf dem PC ausprobieren. Dann haben wir noch Turbo Shell. Turbo Shell ist bereits draußen. Die entwickeln gerade die Switch-Version, die sehr bald kommt. Die beiden sind auch gefördert worden, tatsächlich durch die Prototypenförderung. Und wir freuen uns sehr, dass es somit eines der ersten Spiele ist, das tatsächlich jetzt sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Zusätzlich haben wir auch noch Ready VR einen Standplatz ermöglicht. Allerdings sind sie nicht hier am Game City Stand, sondern drüben in der VR Area, weil da ein bisschen mehr Platz ist und sie sich ein bisschen mehr ausbreiten können. Also wir haben eine bunte Mischung, ganz About Cannons and Sparrows sind Metroidvanias. Beacon Patrol ist ein sehr entspanntes Spiel, bei dem man eben sozusagen, ohne später aufräumen zu müssen, in Ruhe ein Brettspiel spielen kann. Und Turbo Shell, da geht es vor allem darum, ganz, ganz schnell zu sein mit innovativen Controls. Das funktioniert, indem man sich anzieht und abstößt und damit so schnell wie möglich durch ein Level kommt. Ja, wird auch mal schön für Gamescom Köln. Wird auch mal schön. Gaming endete aber nicht nur bei den Publishern, sondern es gab auch noch ein kleines Retro-Museum, in dem man den Werdegang von Videospielen bewundern konnte. Samstag und Sonntag gab es dann noch eine kleine Retro-Börse, in der man eigene alte Spiele, Konsolen und Co. verkaufen konnte. Neotaki, jetzt aber wirklich. Diese bunte Ecke auf der Polaris, die primär auf asiatische Popkultur wie Anime, Manga oder K-Pop ausgelegt wurde, war ja letztes Mal mein kleines Highlight. Dieses Jahr neige ich ehrlicherweise zur Sandbox, einfach weil der Gaming-Bereich total schön ausgebaut wurde und ich das würdigen will, aber trotzdem hatte Neotaki weiterhin einiges zu bieten. Allerdings fiel mir auf, dass große Publisher wie Crunchyroll hier so ein bisschen gefehlt haben und das hat sich auch ein bisschen gezeigt. Die Bühne, die primär von Ninotaku und Nerdstar gecarried wurde, bot ein interaktives Programm an und der vorhin ja bereits erwähnte K-Pop-Bereich glänzte ebenfalls mit glücklichen Fans. Zudem konnte man auch ein wenig Just Dance selbst an der Konsole spielen. Und dann gab es hier und dort natürlich auch Merch. Und zwar nicht irgendwelchen, sondern sehr vielfältigen, der auf jede erdenkliche Nische maßgeschneidert schien. Ach ja, und echte Ninjas gab es dort auch. Narashino und Sagami aus Saitama haben hier angeboten, echte alte Techniken, also Ninja-Techniken, vorzustellen und zu erklären. Waldheim. Gleich nebenan ging es dann zu den Rollenspiel-Nerds und auch den Künstlerinnen der Polaris. Bereichert hat mich persönlich dieses Jahr hier der kleine, aber feine Stickerhand. Ich glaube, dort haben so ungefähr 10 KünstlerInnen mitgemacht und man konnte sich dann Stempel abholen bei all diesen Ständen, wenn man bestimmte kleine Aufgaben erfüllt hat. Dadurch habe ich persönlich auch super viele neue Artists kennengelernt. Es war nicht unbedingt immer was mit dem Kauf verbunden und es war einfach eine schöne kleine Aktion, um da ein bisschen was zu tun zu haben, neue Leute kennenzulernen und natürlich auch richtig, richtig süße Sticker zu bekommen. Aber auch für Menschen in Cosplays gab es hier viel zu tun, denn bei Canon gab es einen Stand mit den unterschiedlichsten Settings. Dort konnte man bestimmt richtig gute Bilder machen. Und auch die D&D-Fans kamen auf ihre Kosten. Denn hier gab es verschiedene Würfel zu kaufen, man konnte in verschiedenste Welten abtauchen, denn Stände wie Parabellum Games boten an, ihre Tabletops gleich vor Ort auszuprobieren. Außerdem habe ich zahlreiche Menschen dabei beobachtet, wie sie Figuren anmalten oder sich beraten ließen. Cyberdome. Neben dieser riesigen Cyberdome-Bühne, wo nachher auch dieser Guinness-Weltrekord stattgefunden hatte, gab es auch VR und andere Gaming-Formen. Zum Beispiel gab es einen Stand von Plitch, die sich aufs Modden spezialisiert haben. Wie gerade schon gesagt, auf E-Sports wurde dieses Jahr nicht so viel gesetzt. Es gab ja letztes Mal wirklich so ein paar Areas, wo man sich großflächig hinsetzen konnte, wo man wirklich an PCs gehen konnte und zusammenspielen konnte. Das war dieses Jahr nicht der Fall, aber die Fläche wurde trotzdem gut befüllt. Zum Beispiel mit Autos von NGE Itachiya e.V. Da konnte man die Autos in ihrer vollen Schönheit bewundern. Auf der riesigen Bühne, die übrigens fast immer komplett voll war, nicht schlecht, gab es herzliche Gesangseinlagen, ein paar Promis aus der Branche, Cosplay-Wettbewerbe und hier wurde sogar dieser eine Weltrekord geknackt.
492 CosplayerInnen haben hier gleichzeitig Figuren aus Videospielen dargestellt und sich damit im Guinness-Buch der Rekorde verewigt. Und ja, da war die Polaris auch berechtigterweise ganz stolz drauf. Übrigens gab es diesmal auch wieder diese App, die diese ganze Messe gamifyen sollte. Man konnte mit der App dann wieder die QR-Codes scannen und ich glaube, man hat so Pins bekommen. Ich konnte da leider mit meinem iPhone nicht dran teilnehmen. Ich weiß nicht, ob es an Apple lag oder einfach generell an ein paar Bugs. Letztes Mal hat es bei mir so ein bisschen verbuggt, aber immer noch funktioniert. Dieses Jahr ging bei der App bei mir zumindest gar nichts. Mich würde mal interessieren, wie es bei euch ausgesehen hat. Habt ihr diese App benutzt? Soll aber nicht heißen, dass ich deshalb ein weniger schlechtes Polaris-Erlebnis hatte. Munchimart. Wer noch nicht genug Merch oder Essen bis zu diesem Zeitpunkt hinter sich hatte, der konnte nochmal bei Munchimart so richtig zugreifen. Hier gab es wieder Latte Art, Bubble Tea oder auch die Kochstage, die mal wieder viele unterschiedlich große CreatorInnen behauste. Unterhaltung gab es hier also auch genug. Allerdings muss ich sagen, die Kochstage war bei einigen Acts so voll, dass ich überhaupt nichts filmen konnte. Aber ich finde es witzig, weil es wirklich die einzige Convention ist, die ich persönlich kenne, die sowas überhaupt anbietet. Und deswegen finde ich es ganz cool. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, denen sowas Spaß macht. Allerdings, und das gilt so ein bisschen für die ganze Polaris, fehlten mir gerade beim Munchimarkt so ein paar Ruheorte zum Essen und wirklich zum Hinsetzen. Aber auch bei der ganzen Polaris hätte ich mir so ein bisschen mehr freie Flächen gewünscht für so ein bisschen runterkommen, wo auch nicht so ganz so viel los wäre. Ich weiß, in der Indie-Area konnte man sich so ein bisschen hinsetzen. Es gab auch ein paar Drinks umsonst, alkoholfreie natürlich, aber dann auch irgendwie mit Bier verbunden. Das fand ich so semi-cool. Da fand ich den Fritz-Cola-Stand von letzten Jahr, wo ein bisschen Leute gestreamt haben, sich aber auch ausruhen konnten, viel besser, aber ich kann auch verstehen, dass man vielleicht einfach nicht genug Platz dafür hatte, weil dieses Jahr war wirklich viel mehr los als letztes Mal. Gerade am ausverkauften Wochenende stand man echt oft in der Menge, aber damit kommen wir auch schon zu meinem Gesamteindruck bzw. dem Fazit. Was soll ich sagen? Also es war ja erst die zweite Polaris-Messe überhaupt und dafür fand ich es extrem gelungen. Es war richtig cool, dass das Wochenende ausverkauft war. Freitag war so ein bisschen entspannter, aber trotzdem sehr, sehr viel los, vor allem im Vergleich zu letztem Jahr. Ich glaube, gerade für CreatorInnen und Künstlerinnen und aufsteigende Leute, die sich in dieser Branche erst finden wollen oder sich wirklich für die Leute auch in der Branche interessieren, ist die Polaris der perfekte Ort. Ich habe von vielen Artists auch rückgemeldet bekommen, dass sie es sehr, sehr cool fanden. Gerade durch diese kleinen interaktiven Angebote hat man die Leute, die da reingekommen sind, auch immer dazu gebracht, dass man wirklich überall hingeht und sich mit den verschiedenen Ständen auch austauscht und nicht nur irgendwie passiv immer nur daran vorbeiguckt. Generell hatte ich das Gefühl, es war eine sehr interaktive Messe. Die Menschen hatten Bock, miteinander zu reden. Es war immer noch sehr community-orientiert. Davor hatte ich ja immer ein bisschen Angst, also seit dem letzten Jahr, weil das halt so klein noch war und so gemütlich und schön, dass es vielleicht mit steigender Besucherzahl kommerzieller wird. Aber das hatte ich, den Eindruck hatte ich dieses Jahr tatsächlich nicht. Wenn die Ausstellerfläche größer wird nächstes Jahr, dann freue ich mich da auch schon drauf, weil ich glaube, so ein bisschen Platz hat echt gefehlt, was natürlich daran lag, dass die Messe, wie gesagt, so dann auch voll war und gut besucht war. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es aus der Perspektive einer Besucherin wahrnehmen würde. Ich persönlich hatte das Gefühl, weil so viele Nischen gestreut waren, dass man sich so als Mainstream-Konsument vielleicht gar nicht so gut wohlgefühlt hätte, weil einfach das Angebot dann doch nicht ganz so groß war. Also ich glaube, ich als Konsumentin wäre in einem Tag durch gewesen. Was aber auch gut ist, weil das liegt auch daran, dass die Schlangen zu diesen ganz besonderen Spielen, wie zum Beispiel einem Super Mario Wonder von Nintendo oder den Ubisoft-Spielen, ich meine Assassin's Creed Mirage ist jetzt auch nicht gerade klein, oder Dragon's Dogma 2, dass die Warteschlangen da nicht so lang waren wie bei einer Gamescom, das hat natürlich auch seine Vorteile auf jeden Fall. Natürlich ist es spannend, wie es nächstes Jahr sein wird. Ich muss sagen, die Stände, die Gaming-Stände selbst waren immer noch nicht so krass groß oder krass pompös wie bei einer Gamescom, aber das heißt ja erstmal auch nicht, dass es was Negatives ist. Ich fand es eigentlich sehr süß und sehr gemütlich. Also es hat mir insgesamt, glaube ich, im Gaming-Bereich als Gaming-fokussierte Person hat mir das eher Spaß gemacht. Ich fand auch cool die Safety Policy. Also ich weiß nicht, wie es bei den Männertoiletten war, aber bei den Frauentoiletten war auch immer ausgeschrieben, wo man sich melden kann, wenn irgendwelche Übergrifflichkeiten passieren. Das finde ich total cool, dass Supercrowd sich da so drum kümmert. Genauso gut fand ich die Barrierefreiheit. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ein bisschen mehr über Barrierefreiheit auch zu berichten in verschiedenen Formen und habe dementsprechend auch viele Menschen mit Rollstühlen
gefragt. Und die haben mir alle eigentlich, ich hatte keine negativen Ausfälle, also alle haben mir wieder gespielt. Das ist natürlich super subjektiv, konnte nicht alle Menschen dort befragen. Aber diese Menschen haben mir halt alle wieder gespiegelt, dass die Messe besonders barrierefrei fanden. Auch gerade im Vergleich zu Gamescom, aber das liegt nicht so wirklich an der Messe selbst, sondern eher an dem Ganzen drumherum. Zum Beispiel so Sachen, dass in Hamburg die Fahrstühle funktionieren im Gegensatz zu Köln. Das hat, glaube ich, schon viel geholfen und es gab wirklich überall barrierefreie Stellen, auf die aktiv geachtet wurden und es gab vor allen Dingen auch genug Platz und die Tische waren so gebaut, dass man wirklich überall dran zocken konnte. Und mein persönliches Highlight waren tatsächlich neben der Sandbox dieses Jahr die Cosplayer, weil die Cosplays ultra cool und ausgefallen waren und dadurch, dass die Messe so ein bisschen kleiner und community-orientierter ist als andere Messen, auf denen ich dieses Jahr war, fand ich, dass man besonders gut und schön mit CosplayerInnen ins Gespräch kommen konnte. Und ich habe sehr viele Menschen gesehen, die ihre Lieblingskostüme, ihre Lieblingscharaktere erkannt und fotografiert haben. Die Leute haben ihre Handles ausgetauscht, sich gegenseitig gefolgt. Das habe ich immer mal wieder beobachtet. Und das fand ich sehr, sehr schön. Die Meet-and-Greet-Bereiche waren auch sehr angenehm anzuschauen. Da waren auch nie allzu große Schlangen vor, was auch ganz cool gelöst war. Denn zum Beispiel bei so großen wie Gnu bei der Horde, also Gronkh und Co. oder einem iCrimex. Da musste man sich vorher anmelden. Die anderen konnte man einfach so besuchen. Ich fand, das war eigentlich eine ganz gute Lösung. Auch gerade für Fans von StreamerInnen ist, glaube ich, diese Messe ein großes Highlight. Auch das habe ich mehrfach gefeedbackt bekommen von random Besuchern. Ja, also insgesamt doch eine sehr, sehr schöne und immer noch community-orientierte Convention. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ich hoffe, das ist deren Hauptziel. Wie gesagt, ein paar mehr Ruheplätze wären schön gewesen und ich glaube, beim Gaming kann man noch ein bisschen pompöser werden, aber das wird wahrscheinlich erst mit der Zeit kommen. Das hat mich jetzt auch nicht so gestört, aber ich glaube, es gibt schon viele Leute, die dann so ein bisschen auch darauf anspringen. Und ja, that's it. Also Polaris in Hamburg. Ab dem 11. Oktober nächstes Jahr, falls ihr da Bock drauf habt, falls ihr noch so eine kleinere Messe sucht in eurem Bereich, vielleicht in Norddeutschland oder wenn ihr generell mal so einen schönen Messeabschluss haben wollt am Ende des Jahres, da bietet sich die Polaris auf jeden Fall an, ist ein Blick wert. Ich kann da wirklich nicht so viel Negatives zu finden, auch wenn ich es die ganze Zeit gerade noch versuche. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss!